Lieber Reini, ich kann mich noch sehr gut erinnern, 1973. Ich war damals 12 oder 13 Jahre alt. Trainingskurs, Robertihaus beim Bradlum. Und es war für mich eine große Ehre. Ich habe mich zu mir gedrängt, dass ich auf deinem Tisch sitzen habe dürfen beim Abendessen. Es ist damals auch der Uwe Bradl am Tisch gesessen. Und du warst einfach für mich immer eine große sportliche Persönlichkeit. Es war eine Ehre für mich, bei dir am Tisch sitzen zu dürfen. Lieber Reini, einer der ganz großen Skispringer Österreichs. Ich glaube, noch ein Bubi Bradl, der erste, der international richtig aufgezeigt hat mit einem Skiflug-Weltrekord und der Silbermedaille in Grenoble. Mein erstes Erlebnis mit dir war 1980 der Interski-Kongress in Japan, was gleichzeitig auch meine erste große Reise war. Und du hast dich um mich gekümmert wie ein Vater. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Reini, ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Gesundheit und ich hoffe, dass wir uns so oft wie möglich wiedersehen. Du bist auch heute noch mein großes Vorbild, weil du mit deinen über 70 Jahren nach wie vor Freude ausstrahlst, ein super sportlicher Typ bist und ich schaue heute noch auf dich hinauf und ich wünsche dir alles, alles Gute. Mit diesem Flug segelt Reinhold Bachler vor 47 Jahren im März 1967 in die Geschichtsbücher. Er verbessert den alten Weltrekord um 4 Meter. Im norwegischen Vikersund flog er 154 Meter. Österreich hat wieder einen Weltrekordmann. Im Probesprung also ist mir nicht so gut gegangen und dann der Bubi Bradl hat zu mir gesagt, du warst nicht zu spät, aber wenn du ihn einmal erwischt, dann zieh ihn durch. Und dann ist es einfach passiert. Mal so Weltrekorde, die passieren einfach. Ich habe den Sprung ausgeflogen bis zum Schluss. Natürlich kein Telemark setzen können, das war sowieso mein Problem. Haben halt reingekachelt, aber ich habe gestanden, Gott sei Dank. Und dann, wie unten angeschwungen haben, die Leute haben aufgebraust. Seine Pokale und Medaillen haben zu Hause einen Ehrenplatz. Beim Durchblättern seiner Fotoalben denkt er mit seiner Frau immer wieder an seine sportlichen Sternstunden. Zu diesen gehören natürlich auch die Olympischen Spiele 1968 in Grenoble. Bachler holt Silber und das, obwohl er nach dem ersten Durchgang nur Siebter gewesen ist. Ich war nach dem ersten Durchgang recht traurig. Also ich habe zum Bubi gesagt, jetzt ist wieder alles vorbei. Aber der Bubi hat mich getröstet, hat gesagt, du, jetzt magst du nur einen guten. Und dann ist mir das gelungen, der zweite gute Sprung, und habe noch die Silbermedaille erreicht. Und natürlich, das war eine super Sache für mich und auch für Österreich. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere war er bis 2000 noch als Trainer unter anderem im Nordischen Ausbildungszentrum Eisenerz tätig. Er spielt nach wie vor leidenschaftlich gerne Fußball. Mit seinen Höhenflügen war er aber sicher Wegbereiter der Eisenerzer Medaillenschmiede. Mario Stecher und Lukas Klapfer und natürlich Daniele Raschko-Stolz sind wohl auch durch seine Hilfe zu Medaillen gesprungen. Ja, ich glaube schon, dass ich dazu was beigetragen habe mit meinen Erfolgen, dass in Eisenerz immer wieder gute Springer hervorkommen. Und ich glaube, es wird auch weiterhin so sein.